Zwischen Schwäbisch Gmünd und Wetzgau befindet sich der Erlebniswaldpfad Naturatum. Wenn ihr wissen wollt, ob sich ein Besuch lohnt, dann bleibt dran. Oberhalb von Schwäbisch Gmünd befindet sich der Landschaftspark Wetzgau. Hier oben wurden in den letzten Jahren im Rahmen der Bundes- und Landesgartenschau eine Menge Freizeitattraktionen neu erbaut. Nur ein paar Meter entfernt vom Aussichtsturm beginnt der Erlebniswaldpfad Naturatum mit integrierter Kugelbahn. Auf einer Strecke von etwa 3,3 Kilometern befinden sich insgesamt 33 Stationen. Alle Infos zu den Parkmöglichkeiten und die Standorte bei Google Maps findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Nachdem wir uns mit ausreichend Holzkugeln für die Kugelbahn eingedeckt haben, geht es auch schon los mit der Carina Vogtschanze. Nur ein paar Meter von der Schanze entfernt beginnt der Erlebniswaldpfad. Zwischen den einzelnen Stationen habt ihr immer wieder die Gelegenheit, eure Geschicklichkeit bei den zahlreichen Kugelbahnen zu testen. Auf den ersten Stationen des Erlebnispfads könnt ihr euer Wissen über unsere Tier- und Pflanzenwelt verbessern und jede Menge Dinge ausprobieren. Das, wie viele Pilzarten gibt es ungefähr im Taubentalwald? 80 würde ich sagen, oder? Nicht 600 wird zu viel. Ach, falsch. Die Brücke, die ihr hier seht, ist übrigens ein Teil des Kletterwaldes. Er gehört leider nicht zum Erlebnispfad und muss gesondert gebucht werden. Entlang des ganzen Weges warten immer wieder interessante Stationen und aufwendig gestaltete Kugelbahnen auf euch. Zweifellos der schönste Teil des Pfades ist der Waldentdeckersteg, der uns immer tiefer in den Taubentalwald führt.
Platz im Taubental ist genau der richtige Ort, um euch für den zweiten Teil des Pfades zu stärken. Ab hier geht es nämlich nur noch bergauf. Wenn ihr nach dem steilen Anstieg noch Energie übrig habt, könnt ihr eure Fähigkeiten beim Hindernispfad unter Beweis stellen. Der letzte Teil des Rundwegs bietet euch noch zahlreiche körperliche, geistige und auch musikalische Herausforderungen. Fazit: Der Erlebniswaldpfad ist aufwendig und schön angelegt. Die Kugelbahnen sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Die tolle Landschaft des Taubentalwaldes rundet den guten Gesamteindruck ab. Einziger Kritikpunkt ist die teilweise irreführende Beschilderung. Wenn ihr den gesamten Rundweg erkunden wollt, solltet ihr mindestens einen halben Tag dafür einplanen. Also schaut unbedingt mal vorbei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um auch in Zukunft kein Abenteuer mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und bis zur nächsten Folge, euer Rems-Mu-Kanal.